Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute werden wir mal ein ganz besonderes Spiel bestreiten, denn wir werden mit drei Innenverteidigern im Sturm spielen und das sind David Luiz von Paris Saint-Germain, dann haben wir hier noch am Start Sergio Ramos und dann haben wir noch Thiago Silva. Allesamt sind mit 3 Sternen Skills ausgestattet. David Luiz hat von allen, denke ich, die besten Werte mit 91 Tempo und 77 Shooting, 85 Dribbling. Auch am Start hier Sergio Ramos mit 93 Tempo, 73 Schießen, auch keine schlechten Werte. Und Thiago Silva mit 92 Tempo und 70 Schießen, allesamt eben 3 Sterne Skills. Und das wird auf jeden Fall mal eine richtig coole Partie. Wir werden natürlich mit den anderen 3 Stürmern beginnen und diese hier einwechseln, die Innenverteidiger. Und dann sehen wir einfach mal, was die Innenverteidiger so reißen können. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir für dieses Video 12 Likes packen würden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im Spiel wieder. So, und dann startet die Partie auch. Wir spielen mit unseren rot-gelben Trikots und der Gegner spielt mit seinen schwarzen Trikots. Er hat Ibrahimovic, Tevez, Cavani, dann hat er noch Vidal, Pogba, Matuidi, Evra, Chiellini, Nkoulou, Aurier und Handanovic. Das sind allesamt gute Spieler und wir werden gleich mal unsere 3 Innenverteidiger einwechseln. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir die Partie für uns entscheiden können. Sergio Ramos, David Luiz und Thiago Silva sollen es heute für uns richten. Aber zuerst hat mal der Gegner seine erste Möglichkeit in der 5. Minute und Tevez macht dann gleich mal das 1:0 für den Gegner. Das war auf jeden Fall eine richtig blöde Aktion. Und jetzt kommt eben Sergio Ramos, Thiago Silva und David Luiz ins Spiel. Und die erste Situation hat dann gleich mal David Luiz mit einem schönen Volley. Probiert er es hier einfach mal aus der Distanz. Aber in der nächsten Situation macht Sergio Ramos vielleicht besser. Er kommt hier am Gegenspieler vorbei mit einem schönen Trick. Der Torwart kann aber parieren und somit steht es immer noch 1:0 für den Gegner. Wir kommen jetzt aber mal wieder mit Sergio Ramos. Der Ball kommt zum Gegner und dann ganz, ganz glücklich zu David Luiz, der schießt den Ball aber irgendwie sehr, sehr seltsam und der Torwart kann den Ball natürlich parieren. Dann haben wir hier wieder David Luiz am Ball. Der geht hier einfach mal ohne Skills vorbei und der Torwart kann gut parieren. Der Schuss war auf jeden Fall nicht schlecht angesetzt. Und dann haben wir hier wieder David Luiz. Dribbelt sich hier fast ins Aus, dreht dann nochmal ab, macht die Schusstäuschung und dann sitzt der Ball mit der Latte, geht der Ball einfach mal ins Tor. Was war das für ein krankes Tor? Kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute nach einem Eckball dribbelt sich hier David Luiz wunderbar durch, macht hier die Schussfinte und dann haut er den Ball einfach mal Vollgas ins Tor. Das war auf jeden Fall ein richtig krankes Tor von David Luiz. Zur Halbzeit steht es dann 1:1 und nach der Pause kommt der Gegner gleich mal mit Ibrahimovic, netzt den Ball dann gleich mal ein. Somit steht es wieder 2:1 für den Gegner. Wir haben ja sozusagen unser Unentschieden aus der Hand gegeben. Dann macht aber David Luiz einen wunderbaren Pass auf Sergio Ramos und der netzt den Ball dann ein. Ein wunderbares Zusammenspiel von David Luiz und Sergio Ramos. Dieser Pass war einfach Zucker und Sergio Ramos netzt den Ball dann einfach ganz, ganz sicher ein. Im Sinne eines Goalgetters macht er hier das 2:2. Somit steht es wieder unentschieden. Aber der Gegner kommt wieder mit Ibrahimovic glücklich durch und macht dann wieder die Führung. Somit steht es wieder 3:2 für den Gegner. Wir sind wieder im Rückstand. Aber dieser Pass auf David Luiz war einfach sensationell. Kurz vor Schluss des Spiels macht David Luiz das Tor. Und wie macht er das? Einfach nur sensationell. Er nimmt sich den Ball wunderbar mit, macht dann hier eben die Schussfinte und ja, er zirkelt den Ball dann ins lange Eck. Mit dem Pfosten springt er dann ins Tor. Das war ein ganz, ganz wichtiges Tor. Denn jetzt steht es 3:3. Und das heißt, es geht wahrscheinlich in die Verlängerung. Und so ist es auch. 3:3 geht die Partie aus. Die normale Spielzeit. Und somit geht es dann eben in die Verlängerung. Und Thiago Silva will sich jetzt hier auch mal beweisen. Macht hier einen schönen Roulette, der Finesse-Shot. War aber leider nicht so gut angesetzt. Auf jeden Fall ist Thiago Silva leider nicht so gut aufgefallen in diesem Spiel, aber Ibrahimovic umso besser. Er machte das 4:3 und somit müssen wir wieder ein Tor ziehen. Thiago Silva will es jetzt wissen, macht den Ball aber wieder nicht rein. Sehr, sehr schade von Thiago Silva. Die Situation war auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir aber Sergio Ramos, der nimmt sich den Ball wunderbar mit dem Kopf, mit dem Netz, den Ball aber leider nicht ein. Der Torwart kann ihn wirklich gut parieren. Und in der nächsten Situation haben wir jetzt mal Schweinsteiger. Der spielt den Ball auf David Luiz und der haut den Ball sehr, sehr knapp über den Querbalken. In der Wiederholung können wir nochmal betrachten, wie knapp der eigentlich über die Latte ging. Hier könnt ihr es sehen in der Zeitlupe. Wunderbarer Schuss eigentlich von David Luiz. Das hätte sich ein Tor verdient. Und ganz kurz vor dem Ende macht hier Boateng das Tor. Boateng, ein weiterer Innenverteidiger,
Das ist einfach ein Innenverteidigerspiel, gelenkt von Innenverteidigern, entschieden von Innenverteidigern. Was für ein wunderbares Tor von Boateng. Und dazu noch so ein wichtiges. Er macht hier eben auch sein Tor. Er will sich auch beweisen. Und dann hätten wir nochmal mit Sergio Ramos hier den endgültigen Schlusspunkt setzen können. Aber es geht eben ins Elfmeterschießen und das wird jetzt auf jeden Fall eine richtig spannende Sache. Tevez verschießt den ersten Elfmeter. Was war das eigentlich für ein schlecht geschossener Elfmeter? Ich hoffe, Sergio Ramos macht jetzt besser. Und ja, er macht es besser. Mit ein bisschen Glück hüpft der Ball dann ins Tor. Der Torwart hatte ihn fast gehalten. Aber der Gegner kommt jetzt mal mit Ibrahimovic. Unser Tormann Courtois hält den Ball. Sensationell. Was war das für eine starke Flugparade von unserem Keeper. Und Thiago Silva will dann hier den Lupfer probieren. Er macht es einfach zulässig und somit steht es hier eben 2 zu 1 verschossene Elfmeter. Der Gegner macht den dann rein. Und somit haben wir jetzt eben ein Tor. Und der Gegner auch. Aber David Luiz macht ihn rein. Somit steht es jetzt 2 zu 1 für uns. Das war ein sehr, sehr schöner Elfmeter. Sehr sicher getreten. Und Cavani kommt jetzt mal. Und wir halten den Ball mit dem Fuß. Wir stehen schon im Eck und halten den Ball dann einfach sehr, sehr gut. Und jetzt kommt hier Schweinsteiger. Will hier auch sein Tor machen. Und das macht er auch. Er haut den Ball in den Winkel. Und somit ist die Partie entschieden. Wir gewinnen das Spiel mit 4 zu 4 und im Elfmeterschießen dann eben 3 zu 1. Was war das für eine spannende Partie? Die Innenverteidiger haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie auch vorne was leisten können. Sergio Ramos hat ein Tor gemacht, David Luiz 2 und Boateng, der dritte Innenverteidiger, beziehungsweise der vierte, hat dann hier eben auch sein Tor gemacht. Mir hat es richtig gut gefallen. Wenn ihr so etwas, so eine Art von Videos öfter sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was wir hier noch verändern können. Habt ihr irgendwelche Videovorschläge, die in diese Richtung gehen? Und dann würde ich eigentlich schon sagen, verabschiede ich mich wieder aus diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.